Die Sendezeit sitzt uns mal wieder am Nacken, daher noch ein paar Kurzberichte am Blog. Es geht um einen Kinderführer für die Gewächshäuser, zwei aktuelle Ausstellungen und einen großen Scheck für das Lebenshilfewerk in Magdeburg. Los geht's mit einem PKW für den OK. Das heißt also für uns den offenen Kanal. Denn bislang mussten wir alles mit privaten PKWs erledigen oder teure Taxis für den Transport der Technik bestellen, wenn wir außer Haus etwas aufzeichnen wollten. Dank vieler kleiner Sponsoren, die sämtlich von der Communitas Sozialmarketing GmbH in Bad Kreuznach geworben wurden, konnte uns ein Citroën Berlingo auf Leasingbasis für 5 Jahre übergeben werden. Der Sponsorenpool übernimmt für diese Zeit die Kfz-Steuer und Versicherung. Wir bedanken uns bei allen ca. 25 Sponsoren und bei Manfred Walter von der Communitas für diese große Hilfe. Für alle kleinen Besucher der Gruson Gewächshäuser gibt es ab sofort und kostenlos einen neuen Kinderführer. Dieser Faltplan ist am Einlass für alle Kinder erhältlich. 5000 Exemplare liegen bereit. Das bunte Faltblatt ist für Kinder zwischen 7 und 14 Jahren gedacht, dürfte aber auch den Eltern gefallen. An der Gestaltung war der Gruson Förderverein maßgeblich beteiligt. Gisela Renker wuchs mit der Fotografie auf und fotografiert selbst seit 55 Jahren. Dafür studierte sie an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Seit der Wende gibt sie ihr Wissen an den Nachwuchs weiter, an Volkshochschulen und eigener Fotoschule. Fotos von Gisela und gut 20 ihrer Schüler kann man noch bis zum 11. Januar in der Flurgalerie der Kassenärztlichen Vereinigung im Dr. Eisenbart Ring 2 ansehen. Jahresendgeschöpfe nennt Jürgen Hähnel seine 2012er Abschlussausstellung von Malerei, Grafik, Fotografie, Installation und Skulpturen von 21 Magdeburger Künstlern in der Kunstwerkstatt im Buckower Engpass. Die Galeriebesucher erwartet eine fantastische Vielfalt an künstlerischen Umsetzungen und ein kleiner Überblick der aktuellen Magdeburger Kunstszene. Und zwar Dienstag bis samstags bis zum 21. Dezember. Dieser Tage konnten der Landesvorsitzende der Lebenshilfe Klaus-Dieter Pantke und die Geschäftsführerin des Lebenshilfewerks Magdeburg Heike Wost einen Spendencheck der VR-Stiftung der Volksbank Magdeburg über 22.000 Euro entgegennehmen. Das Geld wird für die weitere Sanierung des Rayonhauses Leipziger Straße 8 Verwendung finden. Der Einzug ist für Mitte 2013 geplant.